Sie flog nicht, sie fiel. Das sagt ein Mitarbeiter der Fluglinie über die havarierte Maschine. Soll heißen, der Airbus A321 verlor über dem Sinai massiv an Tempo und dann an Flughöhe. Der Grund dafür ist weiter unklar. Ein technisches Problem schließt die Airline aus, auch menschliches Versagen. Die einzig mögliche Erklärung für das Auseinanderbrechen eines Flugzeugs in der Luft ist eine bestimmte Einwirkung, mechanischer oder physikalischer Art. Eine Explosion also? Oder ein Terroranschlag? Es gibt auch Spekulationen, ein früherer Unfall könnte zu dem Auseinanderbrechen geführt haben. 2001 war das Heck der Maschine bei einer Landung beschädigt worden und musste repariert werden. Gewissheit, so hofft man, könnten Flugschreiber und Stimmenrekorder bringen. Beides wird in Ägypten ausgewertet. Und Russland wartet auf die Antworten. Ein Großteil der 224 Todesopfer sind Russen. Präsident Putin spricht bei einem Treffen mit seinem Verkehrsminister von einer großen Tragödie für sein Land. Die Angehörigen müssen jetzt DNA-Proben ihrer Lieben abgeben. Nur so können die sterblichen Überreste zugeordnet werden. Und von rund 40 Opfern fehlt auf dem Sinai immer noch jede Spur.